Wollen Sie richtig? Hallo? Hä, hey, was ist das denn für eine Map, Alter? Wow, diese kleinen Popolöcher, ey, unglaublich! Wieder dabei bist. Heute schlaf gut. Ich hoffe erst später. Denn heute erstmal richtig geile Action. Obstacle Warrior. Da drin sind wir ja Profis, ja. Von einem Muchacho erbaut. Richtig krasses Ding. Gemeinsam mit Deko. Einen wunderschönen guten Rice und schön, dass ihr wieder am Start seid für eine weitere Runde. Ich crawl eure Nusschen und wünsche euch eine wunderschöne gute Morgen, gute Mittag, gute Abend, gute Nacht, gute Dienst, gute Rauch, gute Dusche, gute... Los! Hallo, schnell, schnell, schnell! Was denn? Vorlesen. Dies ist meine erste Map GTA-Rennen, explizit gebaut für die Losers, inspiriert nach 6 Jahren als treuer Zuschauer, Schlafgut, ist eine Multi-Action-Obstacle. Okay. Sehr schön, da war die Antwort wieder länger als das Gelesene. Also auf jeden Fall ein geiler Obstacle Ballride. Er schaut uns schon so lange und diese Map ist eben inspiriert. Dadurch, dass wir scheinbar und hoffentlich ziemlich nice sind. Kuss geht raus auf jeden Fall, Mr. Boom! Küss geht auf die salzigen Nüsschen, wobei so salzig sind sie hoffentlich nicht mehr. Das Wetter ist ja nicht mehr so. Oh, Alter, schau dir den Lachs an. Oh, weg mit dem Lachs, Junge! Ich freue mich, die Map sieht geil aus. Ja, Obstacle, oder? Besser geht's doch gar nicht. Digga, ich habe richtig Bock auf einen geilen Obstacle Ballride. Eieiei, da hinten kommt er. Oh. Überall geile Map um uns rum. Hallo. Ja, das können wir auch. Also da sage ich nach wie vor, da sind wir, glaube ich, genauso gut wie der GTA Ältestenrat. Da können sie uns gar nichts. Ja, Obstacle Wall sind wir richtig heftig, ja. Ja, wir lachsen euch weg, ey. Was steht hier? Kommen in den Po. In den Himmel. In den Himmel. Ja, nein! Ach so, alle Ziegen. Ich wurde officially been trolled. Ziegen kommen aber in den Himmel? Leider kein Fake-Punkt. Das wäre nochmal sehr angenehm. Alle Ziegen kommen in den Himmel. Geil, ey. Okay, Deko, bist du bereit? Theologie hat auch aufgepasst. Ist seine erste Map. Kann ich eigentlich kaum glauben. Wobei, einfach gebaut. Hier. Ja, ich wollte gerade sagen, ich spüre es schon. Eine Hin- und Her-Geswitche. Einfach gebaut ihm ist... Cool. Okay, ab nach oben. Nein! Ach du Scheiße. Oh! Digga, aber dann noch so Automatic-Kram. Hab ich's noch? Ja! Wo ist denn hier mal? Wo? Wie hoch? Oh fuck. Also, ich kann dir schon mal sagen, das erste Ding ist geführt und danach ist auch noch was geführtes. Ja. Eingeführt oder was? Eingeführt, ja. Ja! Hä? Ja? Okay. Ja? Also ich sag mal, ich bin auf dem Geführten gefahren und da geht's ja auch rum und dann fährt man dann quasi am Geführten nochmal vorbei, aber ich bin auf das Geführte quasi aufgefahren. Also jetzt nochmal, ohne so häufig das gleiche zu sagen. Also der Anfang ist ja easy, ne? Aber der zweite. Du fährst den Looping, aber wo war der jetzt? Links oder rechts? Das habe ich schon wieder vergessen. Ich fahr jetzt einfach mal hier lang. Ja! Richtig! Und... Ja, geht, Brudi! Lol. Ja. Hallo? War das jetzt richtig? Nein, ist auch hundertprozentig bald, oder? Du bist wieder in der ersten Tür. Was machst du denn hier? Ach, der Pfeil ist aber böse. Ich dachte, man muss rechts rüber, ey. Man muss einfach nur dran vorbeifahren. Ah, okay. Ah, das war geil, ey. Ich liebe ja so ein Highspeed-Shit, ey. Highspeed-Shit. Scheiße, ich glaube, hier bin ich richtig. Ja. Und jetzt? Endlich! Nicht in die Pfeile reinfahren, sondern ausweichen, Deko, ne? In Pfeilen ausweichen. Kriegst du hin, oder? Ja. Wow! Okay, ich dachte erst ja und dann kam diese lange Edward-Schnur. Und da hat es mich ein bisschen zur Seite gejodelt. Digga, nice! Ey, aber die einfach gebauten Walls, die triggern mich, ey. Ah, hier bin ich dran vorbeigefahren, deswegen. Okay. Aber der Winkel, den man anfangen fahren muss, der ist aber irgendwie random, ey. Aber geil.
Ja, also man, das ist irgendwie kein guter Winkel direkt am Anfang. Du musst da also selber dann so hochkommen. Ja, ganz am Anfang, um oben rauszufahren. Ach so, ja. Das ist nicht so ein Weg, den man nach oben fährt, sondern man muss so ein bisschen kontrolliert einfach. Oh, 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 oh. Was? Never, Digga. Ne. Ne. Hä? Ah, drauf? Ne, ey. Ey. Was? Nein. Was? Ich bin jetzt nicht nicht komplett mega Fullspeed durchgebrezelt, sondern... Ja, da ist dein Fehler. Ich hab's richtig easy drauf geschafft, Alter. Echt, hast du? Ich bin super, also super locker drauf. Alter, was? Und da, ich habe der erste Punkt. Aha, Digga, deswegen schafft Marvin das einfach immer so gut, Alter. Weil er einfach immer abbremst, die kleine Muschi, ey. Hey, ich bin da jetzt zweimal hingekommen, du Laberkopf. Ja, aber du warst immer weiter als ich. Na, siehst du mal. Weil ich komplett die ganze Strecke, also ich bin alles Upspawn Fullspeed gefahren. Okay, alles Fullspeed, okay, einmal gucken. Aber also hier. Du musst eigentlich nur am Ende halt Fullspeed fahren, ne? Oh. Weil du brauchst den Schwung. Eben, dieses links und rechts, das krieg ich gar nicht hin, Fullspeed. Ich muss da vom Gas gehen, ne? Nee, es geht. Okay. Oder du warst einfach langsamer. Ich, also, ja, also weiß ich nicht, kann natürlich sein, aber ich bin Fullspeed gefahren, also. Alter Schwede, Cranky Shit! Ich habe dafür nicht abgebremst. Du musst erst so rechts an diesem Pfeil vorbeifahren und dann musst du ganz schön krass rüberziehen. Ja? Da habe ich mir erstmal auch verkackt. Aber beim zweiten Mal habe ich es Fullspeed hinbekommen. Okay. Und jetzt kommt hier ein Wallride mit geile Hindernisse. Oh, nice, Digga. Da will ich auch noch hinkommen. Oh ja, Hindernis Wallride. Gib mir die geilen Obstacles. Ja. Ja. Ja, mehr. Ja, noch zwei. Ja. Oh. Okay, Todesspeed. Tschua, Chaka, ich schaffe es. Wo springe ich hin? Da. Ja, und schaffe ich. Oh ja. Ja, aber ich warte jetzt mal, ne? Ich muss ja hier. Nee, genau an den Rand. Und ich bin sogar richtig durchgebrezelt. Ich habe eine Sekunde, habe ich aufgehört, Gas zu drücken. Aber sonst hätte ich es auch nicht hinbekommen. Also, Muchachos, wir kriegen jetzt immer häufiger mal die Anfragen, wie es jetzt mit Gamescom ausschaut. Deko, willst du da vielleicht mal was zu sagen? Also aktuelles Wissen, das wir haben. Wir sind da bis einschließlich Freitag auf der Gamescom. Ob wir Samstag auch noch auf die Gamescom kommen, bleibt noch ungewiss. Aber genau. Mittwoch, Donnerstag, Freitag könnt ihr uns da auf jeden Fall... Mittwoch, Donnerstag, Freitag? Ja. Könnt ihr uns auf jeden Fall treffen. Freitag haben wir eine Autogrammstunde. Und zwar sind wir da auf dem Stand von Sidness, beziehungsweise Topstar. Da werden wir am Freitag anderthalb Stunden... Wir machen halt, ne? Eine Stunde ist geplant, aber ihr wisst ja, wir lassen niemanden ohne Autogramm gehen. Also wir sind so lange da, wie wir fertig sind. Und planen gerade noch, ob wir entweder am Donnerstag oder am Samstag vielleicht noch eine Autogrammstunde machen. Genau. Samstag spricht so ein bisschen dagegen, dass wir Freitag feiern gehen wollen und nicht wissen, in welchem Zustand wir Samstag sind. Aber Freitag ist safe, das können wir schon mal sagen, ne? Das Freitag-Ding ist safe, die Autogrammstunde Freitag bei Topstar bzw. Sickness ist safe. Die Frage ist halt, wie gesagt, noch Donnerstag oder Samstag noch zweite Autogrammstunde. Das müssen wir mal sehen. Oh, du hast es geschafft! Endlich! Ich bin mal gespannt, den Hindernis-Warride hier jetzt First Try bekommst, weil es ist eigentlich nicht sonderlich schwierig, es geht. Ja, aber bist du da auch wieder Fullspeed lang gebrezelt? Ja, du brauchst Speed, ja, du brauchst Glück. LOL! Ich dachte, unten wären Löchlein, dass du dann so von unten nach oben ziehst. Das erste Hindernis, Alter! Ich dachte, das wäre eine Tube, wo man reinfahren muss! Ich sag noch, man kann das auf jeden Fall First Try schaffen, Marvin, so erstes Hindernis. Ich hab's falsch verstanden, Rudi! Ja, das ist... bisher unsere Planung für die Gamescom. Ich könnte gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Hält ihr, also wie passt euch die Autogrammstunde am Freitag? Was sagt ihr so uhrzeitmäßig? Vielleicht sagt ihr, ja, vielleicht jetzt nicht so um 12 oder so. Mach mal lieber am Freitag so um 13, 14 Uhr oder irgendwie sowas. Oder sagt ihr, Donnerstag Autogrammstunde finde ich besser, Samstag finde ich besser. Einfach mal reinhauen, damit wir so ein bisschen den Überblick kriegen. Wir machen das nämlich, Muchachos, rein für euch. Wir sind nur aus Fanservice da. Also hauen sie rein, sagen sie uns, wie ihnen passt am besten. Nein! Aber ja, ich habe auf jeden Fall dieses Jahr vor, ein bisschen mehr Content mit Deko zu produzieren und nicht nur irgendwelche Mystery-Unboxings, sondern vielleicht machen wir auch so ein bisschen Action-Satisfaction dort.
mit kleinen Challenges. Hab ich Bock drauf. Wir machen auf der Gamescom so, wie heißt das? Fußgängerbefragung. Irgendwie sowas. Ich hab auf jeden Fall Bock mit den Leuten dort zu interagieren. Ja! Ja! Wow! Wow, diese kleinen Popolöcher, ey, unglaublich! Wir sind so eine kleine Popolöch. 1-2. Aber nicht so wie Aaron das macht. Also nicht um die Leute fertig zu machen, sondern einfach nur um was Gutes damit zu tun, ja? Mit die Hallo, mit die Freundlich. Wer ist nochmal Aaron? Hey Aaron. Der auch. Der hat damals, ich glaube auch für Kabel 1 und hat 1 auch so Reactions gemacht und der stellt immer so provokante Fragen und macht die Leute dabei fertig. Also es ist eigentlich so, rein menschlich ist er schon, würde ich sagen, Abfall. Was heißt provokante Fragen? Er macht die Leute dafür fertig, er macht irgendwelche Nerds dafür fertig, dass sie Nerds sind. Achso, also ein Schmutz. Ja. So ein bedient Schmutz. Einfach bedient Klischees, sag ich jetzt mal so. Ja, aber ja. Ist das hier die richtige Tür jetzt? Ich würde sagen, da wo Speed ist, erstmal lang. Ja, ich bin leider absolut vorbeigefahren. Ja, dann wird's glaube ich nichts mehr. Ich bin dann in die pink-graue Tube gefahren. Ja, da bin ich jetzt. Oh, dann fahre ich da mal nicht rein. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Oder falsch. Oh komm, ich muss doch hier nur rein. Kann ich dann hier. Nee, ich kann hier auch keine Kreise drehen, oder? Hier oben ist eine Plattform. Oh, nee. Ich rutsche wieder runter. Unten, ja! Richtig? Digga, wo ist denn der scheiß Punkt, Alter? Digga, ist doch hundertprozentig falsch, was du da machst, oder? Nee, mehr Speed. Das könnte richtig gewesen sein. Echt? Leider, da kam ein Tube Jump. Ich wollte gerade zum Tube Jump runterfahren und da war aber ein Speed eingebaut, sodass ich dann beim Runterfahren einfach ins Nichts gejodelt bin. Hä? Ne, hier oben ist doch noch was. Aber es war, also ich war nicht hoch genug. Ich musste noch weiter nach oben eigentlich. Ah, warte mal, ich habe hier was gesehen, Deko. Du musst hier einfach nur deine Kreise drehen. Hier ist ein Speed. Ja, fahr mal rechts lang. Hier würde ich jetzt sagen, so. So, jetzt habe ich, glaube ich, was gesehen hier. So. Nein, das war der falsche. Oder? Kann ich von hier schon rüberspringen? Ich fahre. Ja, doch, es war doch der richtige. Okay. Ich fahre gerade in die gelb-grüne Tube rein. Och, bist du da reingekommen? Echt? Bin da runtergerutscht. Ich mache hier einen schönen krassen Slalom, um hier reinzukommen, weil ja, ich hab's geschafft. Okay, weil ich glaube, so ist eigentlich der Weg, aber ist ja egal, wie man da hinkommt. Hier ist der Punkt. So. Oh. Hier ist der Punkt. Aber ich hätte vermutlich eigentlich wirklich über die linke Tube fahren müssen. Ja. Ja, das ist der richtige Weg. Ich habe kurz vor dem Punkt euch verkackt. Es gibt dann wahrscheinlich. Ey, das ist falsch, Marvin. Nee. Andersrum. Ich hab jetzt. Das andere Ding fahren. Ey, ich hab doch gerade den richtigen Weg rausgefunden, du mieser Klobo. Hey, aber was machst du denn hier? Der richtige Weg. Nein, das ist nicht. Halt, stopp, bevor du den Punkt einsammelst, ne? Ich will nur kurz sagen. Man kommt aus der pink-grauen Tube eigentlich. Da kann man nämlich jetzt nicht mehr reinfahren. Du müsstest wieder zurückfahren. Einfach. Ja, dann mach das. Ich hab den richtigen Weg jetzt gefunden. Ja, nämlich? Siehst du da unten? Was siehst du von hier? Ey, doch, siehst du hier unter mir? Den Magneten? Hey, welchen Magneten? Wo ich jetzt hinspringe, hier so. Da bin ich hochgeballert mit Fullspeed. Dann habe ich den Speed mitgenommen und habe die Speeds dann so nach oben genommen. Ja, okay, aber jetzt ist halt in die grau-pinke Tube reinfahren müssen. Okay, dafür wäre man ja aber viel zu. Das ist. Okay, dann wäre es ja richtig einfach. Ich glaube, auch zu den Magneten müssen wir jetzt fahren. Echt? Never, Digga. 100 Pro. Ja, ist sogar ein Pfeil, Junge. Aber das ist nicht der Magnet, oder? Also du springst einfach auf die andere Seite. Ich springe rüber. Ja. Ey, ist sogar geführt! Digga, wie geil ist das denn? Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt können wir es nochmal alles richtig machen. Okay, also von vorne. Alle Fehler in unserem Leben berichtigen. Okay, perfekt. Perfekt. Mittig fahren wieder, ne? Mittig. Ja, sehr verwirrend. Und oh. Ich find's gerade. Nee, ist doch falsch. Guck mal, wo der Punkt ist. Ja, aber. Ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja. Ich fahr jetzt in die graue Tube rein. Ich fahr jetzt nochmal hier Magneto. Rudi, das ist doch richtig falsch, was sie hier gerade machen. Richtig Rilan? Oder falsch? So, hier ist die Plattform.
Wo ist der... Der Punkt ist auf meiner Höhe. Digga, der ist ja am anderen Arsch der Welt, Alter. Warte mal, kann man da irgendwie... drauf langfahren? Noch weiter nach oben? Blablabla, da... Ja. Ah, ich weiß wo. Muss irgendwie wieder nach oben kommen, ne? Fahr mal an der rechts an der hier Typ vorbei. Ich muss erstmal wieder rüberfahren. Ich hab gespawnt, um mir das mal anzuschauen. Respawn nochmal. Hier. Lila Tube, ja. Okay. Ja, ja, das dürfte richtig sein. Warte, komm, folge mir. Folgen Sie mir, Hadadubada. Hä, hey, never kann das richtig sein hier. Hadadubadubi, Habadabamdadu. Hä, hey, was ist das denn für eine Map, Alter? Aber ich hab hier gerade was gesehen, folgt mir mal. Ich muss bei der Linien. Hä, hey, hier ist der Punkt vor mir, Junge. Ach, du bist schon vorgefahren, also das wollte ich dir gerade zeigen. Digga, dieser Sacklutscher, Alter, fängt ja schon wieder damit an. Ich hoffe, da ist irgendwo... Ah, schade. Der hätte ja noch irgendwie einen Trollspeed einbauen können. Seien wir ehrlich, wir hätten uns alle gefeuert, ich am meisten. Es war ein Trollspeed da, aber den hast du absichtlich nicht mitgenommen. Hä, da war ein Trollspeed? Echt? Obwohl ich dich in der pink-grauen Tube, in der ich dich hingeschickt habe. Ah, okay. Was ja auch der richtige Weg gewesen wäre, nachträglich betrachtet. Wow! Ja! Jetzt kommt ganz schön krass Hindernisse. Ja, hast du auch beim Autoturnier verkackt? Nee, später noch. Okay. Die Lava nicht! Du hast davor verkackt. Nein. Hundertprozentig. Ja. Warte mal hier. Scheiße! Hier. All dieses Hin- und Herfahren, Digga. Gib mir richtig auf die Nüsse. Ich seh dich! Ey! Digga, wir haben genau gleich beim Popoloch verkackt. Lol. Der Popoloch. Warum machst du das? Aber was sagst du bisher zu der Map? Also, ich finde sie irgendwie von der Wegführung mega verwirrend. Ja. Ich habe auch keinen Plan, ob wir jetzt die richtigen Wege gefahren sind oder nicht. Auch das, was wir jetzt hergekommen sind. An der pinken lila Tube einfach vorbeigefahren. Aber ansonsten finde ich sie echt cool. Ja. Wow, Deko, du bist so... Ja. Zum Glück war ich so schnell, dass ich einfach vorbeigezwirbelt bin, ey. Nein! Ich bin dadurch ein bisschen auf die Bremse gegangen, bitte. Ey, aber lustig. Okay, dann fahre ich mal als erster ins Ziel. Verdient, ne? Fahr mal als erster ins Ziel. Verdient sage ich nicht, aber... Ich warte ja, ne. Weil du hast auch auf mich gewartet. Nein, du musst nicht warten. Wieso, hast du verkackt? Ich verkacke die ganze Zeit, Alter. Ich verkacke hier richtig hart. Digga, schlaf gut, wenn ich das schon höre, ey. Ich schlafe in letzter Zeit saugut, ey. Ihr braucht am besten, falls ihr schlecht schlaft, ihr braucht einfach eine bestimmte Uhrzeit zum Wachwerden. Wenn ihr jeden Tag um 7 Uhr aufsteht, dann steht aber um 6.30 Uhr auf. Wenn ihr jeden Tag um 6.30 Uhr aufsteht und schon wieder scheiß schlaft, steht um 6 Uhr auf. Es gibt so eine bestimmte Uhrzeit, wo ihr dann richtig geil einfach rauskommt. Ihr braucht aber... Wenn ihr um 7 Uhr nicht aufwachen könnt, vielleicht pennt ihr einfach bis 9. Das wäre so richtig Jeremy Fragrance-mäßig, ne? Und falls ihr irgendwie mehr Geld verdienen wollt, dann arbeitet einfach was anderes. Ja, also, seien wir mal ehrlich, jeder von uns kommt so an 1.000 Euro im Monat ran, ja? Dann zahlt ihr 700 Euro für die Miete und habt ihr noch... Ja, das reicht nicht. Also, wenn ihr 1.000 Euro im Monat verdient, dann würde ich nicht raten, mehr zu verdienen. Richtiger Klassiker. Ey, jetzt habe ich zum ersten Mal im Arsch noch verkackt. Ey, ich fahre okay, jetzt einmal weiter, zwei Arschlöcher. Ja? Nein, warte, jetzt hab ich den Weg gefunden. Jetzt will ich auch reinkommen. Meinst du, das sind so Sachen, die man in der loserschen WhatsApp-Gruppe dann auch klar bekommt? Ja, ne? Was denn? Schlafzeiten oder? Ja, Schlafzeiten, dass man mehr als 1.000 Euro verdienen sollte. Weißt du, die Tipps fürs Leben. Oh! Hat er endlich? Springt er? Oh! Tschabba dabba du! Digga, Beyblade, ey. Alter! Nein, er hat die Punkte schon Achso, ist noch ein Vorrolled. Das ist noch ein Vorrolled, ja. Aber hast du gerade gesehen, wie crank das war, ey? Das war richtig. Das war genau so, wie ich die gelegt habe für dich, ey. Alter, not bad, sir. Not bad. Einfach für den Action-Effekt. Ja, genau. Nur für den Action-Effekt. Es war nicht geplant, da irgendwas mitmachen zu wollen. Aber ja, das sind genau die Sachen, die können wir in der Loser-Gruppe auch lehren. Wenn ihr weniger als 1.000 Euro im Monat macht, dann macht einfach mehr als 1.000 Euro im Monat. Oh yeah! Okay, hier oben fahren, dann hier unten fahren. Das Rezept zum Erfolg. Hä, hast du verkackt? Ich hab verkackt, ja. Hä, bei was denn? Da oben lang fahren.
Hä, wie geht das denn jetzt? Ah! Alter, du bist aber schon auch nicht weiter, ne? Hä? 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 Ach so, lol! Jetzt hab ich's verstanden, ey. Okay, kannst du dein Wissen mit mir teilen? Alter! Ich will erstmal schauen, wie du reagierst. Und dann kann ich's dir sagen, ja? Okay, dankeschön. Zack! Also ich will nur schauen, wie deine Reaktion ist. Fuck, was ist mit der Tube? Mhm. Und? Yeah. Kommst du rüber? Wo muss ich? Und? Ja! Ja, als ob! Hä, wieso haben wir denn den Sprung geschaffen? Also, okay, dann... du hast den gleichen Gedankengang gehabt. Und jetzt hätte ich gedacht, ich muss einfach den Scheiß zurückfahren. Aber? Dann ist die Frage... Ja, also wir müssen ja den oberen Wallride nehmen, ne? Die Frage ist, kann man, da wo du gerade lang fährst, ne? Bist du leider schon dran vorbei. Kann man da nach oben fahren? Ist das bündig mit dem Wallride, wo diese zwei Schwänze sind? Okay, warte, lass mich kurz in die Tube ankommen, dann kann ich mir mal angucken, was ich gerade gefahren bin. Ach, da bist du also ganz, ganz am Anfang, genau. Also ich versuch's... Siehst du das da hinten? Hinter mir? Wo die zwei Tubes sind. Wo die zwei Tubes sind. Da würde ich jetzt oben fahren. Siehst du das? Ja, fahr mal. Ja, deswegen, ich weiß nicht, ob das right... Digga, du hast wahrscheinlich irgendwo noch eine Annehmungslinie geballert. Da, dann kommt die Tube, dann fährst du unten. Ach, da! Das ist eben die Frage, ob man da auffahren kann, wenn das nicht geht, klar, ne? Ja, doch. Ja? Wow! Okay, ist ein Wardwechsel vonnöten. Und so überzeugt, ich fahre sogar auch schon los. Oh, nein! Oh, ich hab verkackt. Ja, jetzt kommen wir nicht entgegen, ja? Muss ich doch. Ja, aber mach das nicht kacke. Nein, ich suche mir einen Spot aus, wo wir uns nicht selber anscheißen können, ja? Du musst hier... Okay. Ich muss da hoch! Ja. ich war kackt. Fick mich, Marvin! Fick mein Arschloch. Hä? Ey. Hä, was? War es nicht richtig? Ich hab verkackt. Ey. Oh, ist er ein Troll? Ist er ein Troll? Ey. Ist er ein Troll? Ey, was ist da für ein Troll? Erzähl. Ey, fick dich. Erzähl. Ja, da ist eine unsichtbare Mauer eingebaut. Laber nicht. Doch. Weiß nicht, wie wir da rüberkommen sollen. Du hast, wie du dich gerade schon wieder gefeiert hast, mittig, ne? Ich bin mittig gefahren. Ich hab mich richtig gefeiert, Alter, weil ich das geschafft habe, da hinzukommen. Okay, und dann ist nur noch der Sprung rüber zu der Scheiße da, Alter, und das ist einfach eine unsichtbare Mauer. Ich bin relativ unten, also unten in der Hälfte gefahren. Warte, so... Das kannst du mir nicht erzählen. Aber du hast da auch wenig Kontrolle drüber, wo du fährst eigentlich. Weil du mit dem Speed so nach oben geäugert wirst. Digga! Deko! Ey! Ich hab es geahnt, Digga. Hab den Punkt und fahr verdient als erstes rein, Digga. Boom! Boom! Hast du, als ob du die Bremse prognostiziert hast. Ey, natürlich! Weil ich dich kenne einfach, weil ich dich einfach kenne. Ey, du mieser Sacklutscher, Digga. Weil ich dich einfach kenne, 100 Pro bist du auch schon bis dahin gekommen. Nein, bin ich nicht. Oh ja, Alter. Oh, geil, Alter. Richtig verdient, ey. Richtig unverdient, ey. Bro fucking Boss, ey. Digga. Alter, bitte, ey, was für ein rein, Kenner bist du, Alter. Ja. Bist du reingekommen? Ich hoffe nicht, bitte. Oh ja. Ey, fuck, Alter. Muss aber sehr eng gewesen sein, ey. Oh, ey, geil, ey. Finden, Alter, dass du da jetzt... Nee. Die Map war kacke. Geil, Alter! Geil, ey! Wie ich einfach Deko lesen kann, wie so ein offenes Buch, Alter. Auf Seite 4. Okay, abgelesen. Let's go, Alter. Also, Charges, Daumen nach oben ballern. Dankeschön. Digga, was ein Schwanz, ey. Dankeschön für euren Support. Habt noch einen wunderschönen Tag. Und ihr wisst mich gerne weiter. Kommentare schreiben. Hallo, ciao. Eingabe.